So, Test, Test. Funktioniert. Das ist nicht toll. erstmal danke für den Resub im 69. Monat an Alice Polo. Dankeschön. Jubeltrubel dir. Moin, moin. Und Sascha dir auch. Danke für den Resub im 56. Monat. Krass. Auch dir vielen lieben Dank. Dankeschön. Moin, moin. An diesem tollen freien Tag. Privat, privat, moin, Boogie Boo, moin, Dicker Grisou ist da, moin, dem Wasserlu, moin auch. Sag doch nochmal, moin, Kuxi, moin, Tanzen, moin, Heiko, moin, guten Tag. Go, thanks, moin auch, Lucky Lucifer, moin. Hannes Kreuzer macht erstmal leer hier im 40. Monat, krass. Und wieder hat die Abo-Falle zugeschlagen. Danke auch dir, vielen Dank. Und moin, moin. Und Wadi, moin. Ja, hallo. So, wollen wir mal gucken. Man schickt die Musik runter, ne? So. Moin, Walker, hi. Hey, grüßt. Yogi, moin, hi. Susanne, moin, hallo. So, ja, ich hab also... Ja, also ich hab den Ordner neu hochgeladen, weil ich doch ein bisschen geändert hab. Auch so die Lautstärken halt nochmal. Und der John Deere hat einen neuen Sound gekriegt. Den haben wir hier in Holz fast. Von Silent Modding. Der soll auch im Mod-Hub erscheinen. Für Gärreste und Gülle. Das habe ich hier. Ich muss das einfach mal mit raufnehmen. Guck mal, Wildbachtal-Fass. Chronic, moin, hi. So, den haben wir. Oh, ja, den Drescher haben wir getauscht. Den müssen wir auch gleich mal in Beschlag nehmen. Da ist aber auch ein Lärmmachgerät. Zweiker, moin, hi. Muss ich gucken, was noch. Achso, den habe ich noch nicht in Einsatz. Den habe ich gestern auch noch bekommen. Den Farmlift. Farmlift, ich bin so aufgeregt. Der ist auch. Der ist auch toll. Der ist gut. Und der hat eine Heckhydraulik. Mal gucken, was wir da also dranhängen. Aber ich habe ihn erstmal hingestellt, damit ich nicht vergesse. Ja, Schlüter-Sounds sind eingestellt. Mal gucken, ob das so in Ordnung ist. Da muss ich mir mal so ein bisschen rantasten. Manchmal tue ich mich da so ein bisschen schwer mit. Gerade wenn das so spät am Abend ist, dann bin ich manchmal durcheinander. Oh. Da müssen wir hin. So, aber als erstes wollen wir mal den Drescher in den Schlag nehmen. Der ist wirklich... Toll! Gucken, ob wir den aufgebaut kriegen. Hopp! Er passt ja auch gerade so in die Halle. Mal gucken. Ich denke mal, hier werden wir das anhängen, weil sonst ist ja wieder ein bisschen eng. Boah, Baron! Boy, das ist so an den Chat. Boy, boy! Und danke auch dir für den Resub im 5. Monat. Jubel, Trubel für dich. Dankeschön. Boy, boy. So, dann machen wir uns hier mal gleich so ein bisschen. So. Dann müssen wir jetzt mal schnell das Schneidwerk herholen. Mal eben her organisieren. Nicht weglaufen, ne? Bleib mal da stehen. Ich hoffe, der kriegt das gezogen. Das ist jetzt auch der erste Testlauf. Ich weiß nicht, wie das sich hier so und so. Toll. Heute? Auch ganz gut eigentlich. War ein bisschen früh auf, irgendwie so um kurz nach 4.
Ich bin noch mal ein bisschen öfter eingenickt wieder. Aber ganz gut, dass heute frei ist. Aber ansonsten will ich mich nicht beklagen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal rantasten. Ich setze den hier mal ab. Mal eben gucken. Da so. Hey. Nicht immer so schnell laufen. Fahren wir den mal ein. So, nehmen wir den da ran. Dann hängen wir den auf der Seite hier ab. Das ist aber auch der Gerät, Alter, ne? Gerne. Dirk, moin, hi. Lumpi, moin, hi. Ich bin ja vorsichtig beim Laufen. Moin war das. Ja, moin. Und schönen Feiertag dir auch, danke. Und danke für den Resub im 39. Monat. Das soll auch bejubelt werden, dankeschön. Ja, auch Butter sein Prime hinterher im 68. Monat, auch krass, ey. Dankeschön auch dir. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So, jetzt klappen wir den mal auf. Das ist auch geil mit der Strebe und so, ne? Das ist echt hübsch. Da drücke ich Boy. Dr. Meier, Boy. Wo ist die Jagd? Sie wird ungeschminkt, moin. Hallo? Sag mal was? Nee, man hört dich gar nicht. Sag jetzt noch mal was? Hallo? Guck mal, das ist Martin, der ist auch da. Der ist ein bisschen schüchtern, der traut sich nicht. Ich habe die Spur gemutet, weil ich doch Shorts aufgenommen habe im Discord. Oh, wow. Ich wusste nicht, dass das szenenübergreifend gilt. Wolfie Boy. Muss ich meinen Lenker wieder leicht einstellen. Aber hört man mich nicht? Nee, Martin, du musst auch lauter reden. So, Leute, jetzt müssen wir erstmal. Denk mir doch, weißt du, ich höre doch da nicht. Sauerbraten, Jude Boyd. Undertaker Boyd. Einfach mal ein brüllen, Tiger. Dafür habe ich gewonnen. Heißt das, Martin darf arbeiten, aber sonst hat er nichts zu sagen? Ihr hört ihn einfach nicht zu. Stromlage an. Jetzt muss ich mal gucken, hier auseinanderbauen das Ding. Was haben wir Schneidwerk? 9 Meter? 6 Meter? Ja, 6 Meter und glaube ich, ne? Ah, schon fett, ne? Da muss man auch mit umgehen können. Deswegen hat Butters auch gesagt, wenn, dann muss Ini das haben. Redi, moin. Okay, wenn Martin nicht mit uns reden, wir muten ihn doch wieder. Wow. Ich will einfach nichts sagen. So, dann mal los. Beiß mich da mal rein. Krass. Das ist ihr Gerät. Guck mal hier durchs Unkraut löschen. It's Aspect. Danke für den Follow. Gucken wir hier über den Fels zurechtkommen.
9500 können rein in den Bunker, das heißt, er ist ein Tick größer wie den, den wir vorher hatten. Aber hier kann der Panda sich ruhig durchs Korn rollen. Die Luftdinger stellen die Halme wieder auf. Ich wusste auch gar nicht, dass du so eine Jason-Maske hast, Martin. Ja. Die habe ich mir extra für dich aufgehoben. Voll. Ich fand das eine gute Idee. Der Weißwurstklauer. Ja. Vor allem lassen sie ihre mitgeführten Würstel einfach fallen. Ähnlichkeiten zu bekannten Moderatoren sind reiner Zufall. Finde ich nicht gut, dass du oben so machst. Aber so geil, einfach der Fliegklatschenpanda einfach Maske aufgesetzt. Ha! Ihr seid dran! Ich hab dir da mal einen Anhänger hingestellt. Danke. Ich weiß nicht, oben war oben an auch noch zwei Felder mit Heu, hat er noch, die er sammeln wollte. Für den anderen Stall da hinten. Ich guck gerade. Das müssen noch irgendwie zwei Felder sein, die er da abgedroschen hat. Als ob oben produktiv war. Bitte. Der Rescher spielt sich schon geil, muss ich sagen. Macht schon Spaß. Ja, das habe ich auch schon gesehen, wie er sich bewegt hier und alles, ne? Das ist schon dir Gerät. Gibt's den in Mockshop? Ich weiß nicht. Gibt's den irgendwie so in Standardversion? Also ich weiß, wir hatten so ein ähnliches, so eine Hassel da vorne, irgendwie hier so ein Schneidwerk schon mal im 19er, meine ich, war das. Wäre irgendwie geil. Anbauteile. Anbauteile sind super. Ich sehe nicht zum Gucken, ich bin zum Arbeiten hier. Ja, ist das auch die Größe? Land of Italia. Ich habe die bis jetzt nur einmal bei Martin gesehen. Wir haben auch keine Zeit. Aber der kann schon was. Ist der Drescher denn irgendwo so zum Download, war das? Hurra, yay, Bauerbach Bayern wieder unsicher. Mark, moin. Oh, danke dir für deinen Resub im 10. Monat. Dankeschön. Dann wäre ich natürlich auch bejubelt. Das Grundmodell steht zum Download, allerdings ist hier ein bisschen modifiziert. Der stammt von... Okay. Brasilien. Aber das ist toll. Oh, da kommen wir nicht mehr ganz hin. Der ist schon rund.
wirkt so monströs. Toll. Froggy, moin. Ach, irgendeiner hat immer frei. Ich finde gut, dass ich diese Woche einen Tag frei habe, weil ich muss Samstag arbeiten. Dann hebt sich das wieder so ein bisschen auf. Aber die nächste Woche habe ich ja auch frei. Hallo. Ja, hast du geredet in der Zeit? Nö. Ich hätte dir auch nicht zugehört. Wieso, hast du gegessen? Nee, ich hab angerufen. Wie spät ist denn? Hast du mit Uwe telefoniert? Nee, dann hätte ich gegessen. Wow. Macht ihr das manchmal? Ruft ihr euch an und esst zusammen? Nee. Der ist ja die ganze Zeit, also den kannst du anrufen, wenn du willst. Hier liegt noch Stroh. Ist der? Nein, doch. Ich muss da ein bisschen langsam. Du hast gesagt Heu? Nee. Habe ich Heu gesagt? Ich meine Stroh. Nee, habe ich doch gesagt, er hat die Felder abgeerntet. Hörst du dir nicht zu? Ich höre dir nie zu. Moin, wo gibt's den Schlüssel zum Download? Den Schlüssel gibt's nirgendwo zum Download. Also nicht so. Aber bei Landeier kannst du einen guten downloaden. Genau, Auto bezeichnen. Muss ich mal einstellen. Jetzt von innen ist der zu laut. Und von außen ist er zu leise. Um die Hälfte. Am Wochenende. Oder ich habe ja nächste Woche frei. Ich drücke dann auch nicht so aufs Gas jetzt. Hast du deinen freien Tag eigentlich gut genutzt? Ich ja. Ich war so fertig. Ich habe mich einfach hingehauen. Wieder das Problem, was du mal gesagt hast. Ja. Kannst du dir nicht vorstellen, du. Steffi, hallo. Hallo. Oh, raus vom Bett. Na, du? Dim. Celtic Body. Void. Und danke auch für deinen Resub im 23. Monat. Dankeschön dir. Hallihallo. Der Weide hier nebenan können wir abmähen und dann die Lausche bein machen. Liegt auch ein Plan. Zack. Wir brauchen ja alles. Alles. Da steht ein Baum auf dem Feld. Ja, das ist ja schon gemeldet. Verdammt. Keto, moin. Hast du. Mein Chef hat meine 4-Tage-Woche am Montag zu einer 6-Tage-Woche gemacht. Hätte ich auch. Boah. Aber das hatte ich die ganzen letzten Wochen auch, ne? Wo die alle krank, langzeitkrank waren. Einer hat gekündigt, ey. Dann saß ich da wochenlang alleine, ey, von morgens bis abends. Nicht schön. Rater hat Teffi geafft. Dankeschön. Dankeschön dir. Nils, moin. Sei gegrüßt.
Alter, der Martin Geburtstag, ja, Alter, der Martin Geburtstag, ja, Alter, der Martin Geburtstag. Und am 6.12. hat er Iggy. Wann schriebst du denn, welche Uhrzeit? Weiß ich noch nicht. Ist geheim. Geburtstag weiter morgen. Aber heute 20 Uhr. Bitte? Aber heute 20 Uhr. Oh, guck mal, der ist schon vor 20 Uhr. Ja. Wir fangen geil an. Ja, dann muss ich schon bald wieder ins Bett. Achso, du musst ja Bock arbeiten. Ja, früh geht's ja. Ja, ich hab das nicht so gut wie viele andere. Rund um Uhr machen. Heute frei. Aber dafür muss ich Samstag wieder. Hab ich frei. Ja, du warst immer frei. Es gibt ja nur einen, der mehr frei hat. Oder gleich viel. Fuß an der Stelle würde bestimmt noch gut machen. Wie funktionieren denn doppelt so viel schaffen? Oh ja, ja, ja. Im Moment ist dann eh viel Stress, dann kommt die Reifenzeit noch dazu, deswegen muss ich Samstag auch und ach ja auch. Diese Zeit macht immer keinen Spaß. Aber ist so, kannst nicht ändern. Deswegen mal gucken, wie stressig das diese Woche wird. Könnte wieder sein, dass diese Woche nicht ganz so viel passiert mehr, trotz Frühdienst, aber danach ist ja Urlaub. Wie gut, dass ich euer... Ja, ich würde ja auch lieber zu Hause bleiben, aber ich hätte gerne das Geld. Wow. Und dann ist die LT auch schon da, wenn die Urlaub hat. Ja. Wobei, das ist dann ja auch erst Ende der Woche interessant. Da kann ich mir vielleicht mal vorher schon in Ruhe angucken. Ganz gechillt und relaxed. Ich krieg 5 Minuten vor Release. Siehste. Die vorige ließ er nicht. Vor Embargo. Ja. Also. Ich lasse eben schaffen. Ja, mache ich auf der Arbeit auch. Aber trotzdem muss ich da vor Ort sein. Ich sitze denn da und gucke. Ich gucke. Letztendlich will ich ja nicht klagen. Ich bin ja eigentlich, muss ich sagen, wurde ich sehr zufrieden. Könnte schlechter sein. Ja. Ja, man wäre ja nicht zufrieden, dann würde ich das nicht so viele Jahre machen. Ne? Der würde mich umorientieren. Geil mit den Unebenheiten, wie der das ausgleicht, ist schon toll. Voll mit der schickwegen kleine Schneidwerkwagen. Jo, Tüdelkram. Das ist es tatsächlich. Ini ist satt, der ist gestorben und so. Verstehe ich nicht. Wäre ein Panzer nicht grau? Und wenn ja, grau-weiß oder grau-schwarz? Fragen über Fragen. Das geht schlagartig. Puff. Das ist moin. Hallo.
Malst du dich denn auch komisch an heute Abend, wenn du Gruselstream machst? Sieht ja keiner. Ist ja egal, ist ja für dich. Und das ist ja kein Gruselstream, wir verjagen die Viecher ja. Ach so. Ich dachte, du spielst ein Horrorspiel dann. Nein. So, Kettle und Krops. Spotify. Das ist raus. Hallo. Rudi, moin. Grüße. Der macht schon richtig Spaß, das ist toll. Der hat was da drin, ne? Der ist wirklich krass. Aber wie will ich das bewegt an? Halt mal in die Rolle. Oh Scheiße, halt bergab und dann rollt er einfach los. Die gute Frucht. Ich möchte schön Vollgas gefahren. So komm, Schlüderich. Du musst mal abpokern. Ja. Ich weiß. Irgendwo in Brasilien hat man das gesagt. Brasilisches Modderteam. Mehr weiß ich leider nicht. Ich schmeiß mal das ganze Soda bei Silo. Ja. Seid ihr heute schon in den Pool gehüpft? Fragt mein Freund. Ich hab's versucht, hat aber nicht geklappt. Da ist Chance, da ist Glück. Oh, geht einmal die Tür auf, jetzt kommt hier so eine dämliche Fliege hier rein, ne? Das darf doch nicht wahr sein, ey. Unglaublich! Platscht die weg! Also die Fliege. Ich schenke ich nachher den Kindern, die klingeln. Ja, hab ich eine Fliege. Klingeln da eine bei dir? Ja. Wenn es dann gut ist, geht er los hier. Gut, ich hör's nicht, ich hab die Klinge ausgeschaltet. Da steht, was er schreibt. So, gleich weg damit. Die Gänge da so. Weißt du, der ist von denen aber nicht so laut wieder. Gestern dachte ich eigentlich, das ist gut, aber er ist viel zu laut. Einmal im Presse einen Schleuder findet, möchte einen Hof einrichten. War nicht an dem Motor? Zu Schleuder? Also er meinte die HD-Ballenpresse, die wurde dann da vorne wird. Ja.
Ja, ansonsten ist ja auch geil. Von draußen tick lauter, von drinnen tick leiser. Aber das? So viel Steine in der Tasche oder was? Quasi im Alter mehr so hängen lassen. Ich bin aber so eingeläutet, endlich wieder genug Zeit, um euch auf den Sack zu gehen. Aber super. Das freut mich. Hast du dir verdient? Resonator, boy, boy. Moinsen. Ah, ich spüre, wieso ist das Seil zu kurz? Jetzt ist jetzt nicht ein Glockentyp. Wieder zur Seite zusammen mit den Gummibärchen enden. Dann haben wir das Stroh auch gleich einmachen, das dann noch weiter an den Futtermischer mit rein. Und wenn voll ist, der Rest verkaufen. Strohballen, denke ich, brauche ich irgendwie nicht. Kann man dann lieber da aus dem Lager auch ausholen zum Einstreuen. Noch eine kleine Kollision gefunden in die Phase. Wo? Oh. Hier bei oben am Hof. Wo denn? Relativ an der Halle. Ist nicht groß, aber wenn man scharf einparkt, dann stört sie aber richtig. Weil die ist ungefähr so hoch wie ein Trecker. Oh. Das kritisch hat? Warte mal. Dann schicken wir den Bernhard das alles rüber. Putti, moin. Hey, boy, boy. Hello. So. Das zweite Feld kann er alleine machen. Den sammeln wir nicht mal. Wenn wir das Feld runter hat, dann mal gucken, ob wir das Schneifel wieder zusammengebaut kriegen. Ich sehe es schon durch die Gegend fliegen. Naja, sehr gut.
Das Feld ist so klein, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt alleine hinkriegt. Dass er überall reinrast. Wir versuchen das mal. So, oder soll ich das eben machen? Ja, mir ist das Rille. Dann mache ich das eben. Ich habe das hier alles schon eingesammelt gerade. Okay. Ich warte mal von draußen, weil der so laut ist, ne? Ich stell ihn das nächste Mal ein. Mal gucken, die Lautstärke von draußen ist in Ordnung, also kann man sich da schon mal dran orientieren. Boah, krieg ich sogar Antwort. Merkst du was, wie die Leute die versuchen, dich wieder heimlich auf New Holland umzustellen? Wieso, wegen einem Drescher? Hast du nicht einen T7 auch? Ja, den habe ich ja wegen dir raufgemacht. Ich versuche dich heimlich umzustellen. Ja. Ich stell die Lampe einfach mal heimlich um. So. Hm. Lass das nicht Lok Trabant hören. Ja. Gibt wieder alles, Alter, ey. So, ein blödes Viech. Ach, den Ladewagen habe ich hinten in der Halle reingedrückt, da wo die Kollision sich, ich erinnere mich. Hast du die Quelle der Blasmusik gefunden? Nee. Habe ich auch nicht weitergesucht. Stimmt, da auf Fuß. Liebe Leute, es ist wieder eine Jagd. Wenn ihr mitmachen wollt, Ausrufezeichen Jagd, Leerzeichen und dahinter euren Einsatz. Irritiert mich, dass die Karte auch noch nicht ganz genau stimmt. Door, but we have. Meinst du die PDA oder was? Ja. So, hier müssen wir mit die Colli rüber. Nunchuck, komm, mein kleiner Ladewagen, hopp. Hopp, raus da. Ah, kommt da nicht rüber. Mann. Da müssen wir ihm ein bisschen helfen. Guck mal, ein Reh. Also die Halle noch nicht benutzen. So, hopp. So, keiner hat was gesehen. Herr Fliegenjagd. Ich war gestern an Haus, wir saßen so viele Mücken noch, ey. Was ist jetzt denn los, ey? So, hoppi galoppi. Weil ich will die auch nicht auf dem Bildschirm sitzen lassen, dann kackt die alles zu. Du musst den Bildschirm sauber machen. Ja, eben, da kein Bock drauf, also verscheuche ich sie wieder. Deshalb klebt einer wahrscheinlich so. Wie? Naja. Ich hab gewonnen. So oft, wie du da schon hingeniest hast. Ja, das ist toll, rutscht man nicht ab. Jetzt fällt dann die Gewitter. Deswegen, versuche ich auch immer das Lenker zu treffen.
Ich habe eine Katze. Aber die liegt lieber rum. Das ist mehr so die Olaf-Katze. Wow. Ihr hat's nicht so viel Fliegen, fuck. Ich große Freude auf. Und auch dir danke für den Resub im 20. Monat. Dankeschön dir. Vielen lieben Dank. Dreizylinder-Clipper, moin. Moin. Ist schon wieder soweit? Hopp. Da heilt er vorbei. Ja, den reißt er richtig hinter sich her. Den 6R, den habe ich auch nochmal einen neuen Zaun verpasst. Hoffe ich den hier gerade auf der Map nicht fahre. Aber auf den anderen ja. Hast du den auf der anderen? Ja, klar. Auf jeder eigentlich. Also den ich so mit am längsten gefahren habe. Hier, habe ich ja gesagt, auf der hier nicht. Ich höre dir doch nicht zu. Ich weiß. Hier auf Fabian, danke für den Follow, boy boy. Rummelbienchen Panda. Wenn ihr wisst, was Olaf da gestern wieder ausgekramt hat, ein Foto. Schon cool gemacht, das Holz hast. Hat was. Wie viel gehen da rein? Hab ich vergessen. Zwei? Ein Panda kannst du da reinquetschen. Nee, das ist zu eng. Mit genug Schwung und Butter geht das, glaub mir. Hä, ja, da. Battle in the Power, genau das. Martin, den Panda erstmal ordentlich mit Butters einschmieren. Den Butters Rasen gemäht hat oder so, wenn er richtig schön schwitzt, dann kannst du den Panda auch nicht mit einreiben. Mm. Siehst du, wie er sich freut? Mm. Das war kein Freuden. Ach so. Falsch. Oh, Trucker Boy Boy. Dir auch schönen Feiertag. Dankeschön. Moin. So, möchtest du hier deine Konstruktion selber zusammenbauen? Ja. Ich kann auch zugucken, mir ist egal. Nee, dann lass ich. Ich lass dir das machen. Weil wenn jemand was kaputt macht, was du. Schade, jetzt sagt der, rennt da zu Fuß rum. Aha. Hab schon mal Kurs genommen. Guck dir mal das schöne Reifenprofil an, Martin. Bop, 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 bop. Wir sind hier nicht auf der Hofberg, Mann. So, Augen zu und durch. Erstmal müssen wir es zusammenbauen hier wieder. Zack, zusammenklappen, Strebe sitzt, fertig.
Brauchen wir ein bisschen Zielwasser? Nee, weiter links. Da. Zack. Dann haben wir den da dran. Lass mal gucken. Lassen wir den mal eben runter. Scheiße, ich muss weiter rüber. Jetzt hat mich irritiert, dass hier anzeigt, dass wieder ein neuer Grafikkartentreiber da ist. Und es geht auch nicht weg, doch. Weiter. Mann! Zack, so. Tierungssplint ist in. Läuft. Toll. Da geht hinten am Schneidwerk automatisch die Beleuchtung. Nur rückwärts fahren will man damit nicht. Wieso? Das ist like a Drehschemel. Ach so. Dieselbe, die wie ich jetzt hier habe. Ja. Ich sehe schon, dass das sieht merkwürdig aus. Nee, ich habe den nur einmal mit Gewalt in Position gedrückt. Panda-Bee-Schneidwerk? Ja, ist so ein bisschen kräftiger, ne, wie die anderen. Wow. Also hier können auch Muskeln sein, Mensch. Hm. Nee, also ich glaub dir ja viel. Aber dass du sagst, dass ein Panda Muskeln hat. Aber irgendwie muss er doch den ganzen Bambus verarbeiten. Das wird doch bestimmt in deinem Fermenter ordentlich massiert. In deinem Fermenter? Oh, da muss man erst ein bisschen mit üben. Der ist noch, der lässt sich ein bisschen anders. So. Halt. Sag mal, falsche. Soll ich mal die Rüben hier machen? Ja, wenn du Bock hast. Mann, Alter, das ist hier. Hat die sich jetzt vermehrt oder was in der kurzen Zeit? Was ist denn mit dir? Steppt die ihre Nachkommen hier an? Ich helfe mir dir. Ich mach dann aber einfach am Feld dann eine große Miete. Was machst du? Eine große Rübenmiete. Ach so. Oder wie, oder was? Das, die BGA lässt sich nicht los, ne? Wieso? Dass du selbst die Rüben jetzt mieten musst? Oh, Alter. Junge, der hat einen Moment gedauert. Man muss da scharf nachdenken. Aber er ist ja auch schon älter. Ja. Dauert noch ein, zwei Tage, bis es offiziell ist, aber man merkt das schon. So. Sagen wir mal weiter ein. Ja, wo machen wir die? Darf ich Rechte haben? Ja, wo müssen wir denn die Rüben überhaupt hin? Wo schicken wir die denn hin? In einen von den Silos? Scheiße, wo sind denn die Männchen? Ach, da. Jo. Danke. Kann er wohl einen dicken Haufen machen? Ja, kann er ja. Wer viel isst, muss auch viel Kacker machen. Hat ihn ist quasi die laufende Biogasanlage. Kommt manchmal gut hin. Ja, wir wissen denn ja auch. Und wenn die zufrieden ist, dann schnurrt sie vor sich hin. Das haben wir auch schon gehört. Doch, toll. Das war ein Erlebnis, Martin. Ja, vor allem für Jan. Ja. Hat sich richtig gefreut. Das war aber auch richtig schön.
wie er so zufrieden vor sich hingeäumelt hat. Vor allem geäumelt. In den ganzen Jahren des PC-Daseins bin ich nur ein einziges Mal eingeschlafen, glaube ich. Ja. Im Discord oder? Ja, das war, glaube ich, Teamspeak bei World of Warcraft. Da haben wir uns morgens um 8, warum auch immer, morgens um 8 getroffen. Hatten aber vorher bis 4 Uhr morgens gezockt, keine Ahnung. Kurze Nacht kam immer mehr morgens und haben gesagt, komm, lass Instanz laufen. Und nochmal fragten die sich, warum rennt Inge denn da jetzt einfach so rein? Das lag wohl daran, dass ich da schon geschlafen hatte. Dann bin ich aufgewacht und gesagt, Jungs, ich glaube, ich gehe wieder ins Bett. Tschüss. War wohl nicht so interessant. Oh, diese Fliege, Alter, ne? Weißt du, das Wohnzimmer ist so groß, aber sie muss sich hier bei mir aufhalten. Ja, anders wäre es ja nicht lustig. Ich zeige euch mal, was lustig ist. Die Ladewagen suchen wir, glaube ich, nochmal einen anderen. Das ist irgendwie so, weiß ich auch nicht. Ey, Glockenpiep, moin. Moin. Bin ich ein größter Fan, ja. Nicht mehr lange. Ich kümmere mich um meine Fans. Das ist Brunhilde, meine fleischfressende Pflanze. Hab, hab, kau, verdau. Wenn die die Reaktion hat von dir. Ja, ich könnte ja auch mal vorbeifliegen hier. Protein so. Soll ja heute modern sein, so Protein. Duschen? Nee. Ich habe heute... Oh, toll. Ich saß heute schon in der Wanne. Wanne, wenn du eine Wanne hast, ist schon was Geiles. Ja. Mit mein Quietschentchen. Ja. Komm her, meine kleine Ente, die will es zeigen. Gluck, 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 gluck. Ja, man merkt das Alter. Dann tut so ein Bad mal gut. Für den Rücken und so. Mirka hat sich zu Kiddies hingestellt. Ich muss mal Qualität. Ja, alles klar. Viel Spaß. Guck mal, ist nur am Essen. Haben wir letztes Mal schon gesagt. Immer am Essen. Tanti, wo boid. So, los geht das. Da schon die BGA, so weit weg ist das alles gar nicht. Nee, hier ist alles sehr kompakt, also. Da kommt bestimmt, weil Benny so lauffaul ist. Deswegen hat er das alles so nah aneinander gebaut. Ihr müsst mit maximal 10 Umdrehungen in Kullern gerechnet am Ziel sein. Das ist praktisch, wenn du von Schützenfest nach Hause willst. Da kennt dich jemand aus. Da sag ich dir, du. Ich wusste immer, vom Schützenfest nachher, wenn du das da weggehst, vom Festplatz hin zur Gaststätte. Bei Gaststätte war es dann erstmal safe. Da brauchtest du nur dreimal umfallen, dann war es bei der Telefonzelle und konntest Hilfe rufen. Weißt du, wo meine Schwester mich dann mal abgeholt hat? Fährt mich dann 3 Ortschaften weiter nach Hause. Fiel mir da ein, oh scheiße, ich hab was vergessen. Und dann sie, wie, dein Ernst? Ich sag, ja, ich muss nochmal zurück. Weißt du, voll die Hacke, ne? Ja, pass auf, dann kam's. Dann fährt die mich wirklich zurück. Und weißt du, was ich vergessen hatte? Was? Ich hab mein Glas noch eben schnell ausgetrunken, hab mich ins Auto gesetzt. Und sie hat, ist das dein Scheiß Ernst? Ich so, ja, ich vergesse mein Glas auszutrinken, wie unhöflich ist denn das? Also, man muss schon mal Prioritäten setzen. Dass mir das auch noch eingefallen ist, weil ich bin von da aus ja schon zur Telefonzelle gerollt, weißt du? Und dann ins Auto, 3 Ortschaften weiter, wirklich auf den Hof einfach, ich muss nochmal zurück. Ich hab was Wichtiges vergessen. Das war auch gut. Das war wirklich gut. Ja, ich fahre, ich hole dich nie wieder ab. Alter, wie lange steht der Zaun denn hier, dass der Stein da reinwächst? Jogi, moin. Moin.
Da war ja die Schwester mit, der kann das ja machen. Nur fahren tut sie mich jetzt nicht mehr. Und niemanden wundert. Manche sind wirklich ein bisschen empfindlich. Ich wäre froh, wenn du verpönt du bist, wenn du beim Schützen fest bist und das Glas nicht leer machst. Hast du den eh nicht gesehen, der ist abgehauen, ohne das Glas auszutrinken? Nee, du. Da wirst du Dorfgespräch die nächsten 5 Wochen. Jo. Oder du reißt beim Heimweg einfach den Holzstapel vom Nachbarn mit. Nee. Hat ja Holzverletzung, sowas macht man nicht. Bist du wieder Ausrastepanda gewesen? Hab ich. Lange her. Hallo. Hallo? Hallo, Hopi. Achso, hab ich nicht gehört. Heißt auch, man soll nichts verschwenden, genau. Dann muss man doch mal wieder zurückfahren. Ist ja so. Und die haben bestimmt gedacht, Schlüssel vergessen oder Handy oder was weiß ich was. Handy war aber noch, das war ja so ein alter Knochen, ey. Da waren noch Telefonkarten in, für die Telefonzelle. Jo, hatte ich auch noch. Oder hast du mal einen Groschen oder was? Manu, moin. Hm. Moin. Horst hat dir Hallo gesagt, ganz schüchtern. Hast du mich wieder leise gedreht? Nee, aber ich glaube, der MB-Trag, der frisst sich einfach auf. Ah, also. Der dreht heute nicht leise, der mutet einfach. Ah. Der Martin hat zu Anfang auch ein bisschen viel gequatscht, dann musste ich muten. Marlin, ich glaube, ich hört man gar nicht ins Stream. Nein, das kann nicht sein. Würde ich doch niemals einer muten. Würdest du nie machen? Ich wusste ja nicht, dass das szenenübergreifend ist. Mach mal nicht so eine Szene. Gestern brauchte ich die Ruhe bei der Aufnahme. Da musste ich kurz in mich gehen. So, hier noch eine Spur. Da haben wir das Feld schon weg. Da sitzt einer pur rum. Hast du mit der Maschine gedroschen? Mit dem Gerät? Dem Gerät. War kein Problem. Ich habe es auch wieder schön zusammengebaut. Hab Martin ein bisschen Angst gehabt. Aber ich habe ihm auch mal gezeigt, wie es geht. Konntest du das dir merken bis seit gestern? Ja, aber kein Thema. Maschine kenne ich mich ja aus. Wo ist Didi? Der muss arbeiten. Der hat doch 24er. Ach ja, der muss ja arbeiten, ja. Der macht 24er ohne uns. Aber ich glaube, da hat er auch wieder eine Woche frei. Nächste Woche oder nicht? Nee, ich glaube, er sagt nur noch einmal 24er und dann 5 Tage frei. Ah. Ich habe nächste Woche frei. Das ist doch schön. Verzeiht ihr. Aber davor habe ich den Samstag und danach habe ich auch eine lange Woche mit Samstag. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Da ist mein Urlaub ganz schön eingequetscht. Zwischen 2 ekligen Wochen.
Aber gesehen, die Hühner waren auch schon fleißig. Da haben sie sich ordentlich schon ein paar Eier rausgedrückt. Hat 24 Stunden Stream. Macht Bummelpanda. Ist notiert. Ja, gibt das. Maga, Bruder, komm, Patti. Der macht hier erstmal 21 Monate. 21 Monate schon. Das kommt mir echt gar nicht so lange vor, ey. Das ist krass, Mann. Und dann auch noch auf Stufe 3. Dankeschön. Verrückter Kerl. Boi, boi. Hallo. Du hast verpasst, wie ich mit dem Gerät gedroschen habe. Mit dem Gerät. Maschine, Brudi. Das Holz fast irgendwie faszinierend. Ja, alt und alt, ne? Ist toll. Wirklich, finde ich gut. Da sind Bienenwaben drauf. Kann nicht klappen. Doch, das klappt. Das ist Maschine. Ich zeig dir das auch mal, wie man damit umgeht. Ist kein Problem. Wenn Bienen richtig durchschüttelt, dann kennt die sich mit auch. Ja, nur die Königin. Bist du da drin? Hallo? Das war so gut. Was ist das? Das war für die Bienen. Ach, echt jetzt? Schüttel, schüttel. Da müssen Batterien drin sein, wenn man da schüttelt, summt hat. Hopp! Ja, mal gucken, dann kann man nächstes Mal vielleicht dann schon mal so das erste Silo angehen. Oder erstmal wahrscheinlich Silage ballen, ja. Hi, fest, moin! Gerät von dem Gerät, wo ist voll. Chef in Laden? Yes! Also Big Block. Was ist der Gerät? Ja, ist ja flink mit diesem kleinen Ladewagen, aber irgendwie muss ich hier nochmal was anderes gucken. Weiß gar nicht warum. Irgendwie, nee. War das zu hoch, oder? Nee, das noch nicht mal. Irgendwie, weiß nicht, das Auge sammelt ja auch mit. Also, du hast immer irgendwie Probleme mit Ladewagen. Ja. Misttreuer kann das sein. Das ist so. Misttreuer ist noch härter. Ja. Aber da habe ich mir so nicht die Bühne gegeben. Ach ja, gut, der stimmt, richtig. Ja, der steht ja auch auf Kleber und so. Da ist er im Einsatz. Aber du isst ja auch nicht jeden Tag Rouladen. Ja, ich meine, gut, doch, schlechtes Beispiel. Du isst ja auch nicht jeden Tag Gemüselasagne. Nicht immer was anderes. Der isst nicht jeden Tag Rouladen. Stroh im Auge? Vielleicht mal spülen? Wie, Stroh? Also nicht Stroh, Mann? Nein, ein Moin. Hallo. Moin. Erstmal ran an die Glocken. Das ist immer das Wichtigste am Tag. So, guck mal, haben wir das auch schon wieder fertig hier? Um Textur fehlen? Weiß keine Ahnung. Ich sage ja auch, dass jetzt, wo ich ihn so schmutzig sehe, ich brauche nochmal einen anderen. Von der Größe her ist der schon gut. Aber vielleicht wechseln wir wieder auf den Ladeprofi dann oder so. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht.
Benno, schon rum. Ja, du hast jetzt ja auch Winterpause. Gönn dir. Wird sich niemand beschweren über Süßigkeitenkorb, aber ja. Wodka-Feige, wow. Wovon reden wir? Er stellt sich gleich draußen hin und schenkt den aus. Oha. Welche Plane mit deren Kopf im was? Natürlich, ich kann nicht folgen. Ja, vielleicht weil er ein bisschen durchschmutzig ist. So, packen wir da hinten mal wieder. Ja, ich frage ihn noch trotzdem, ob wir da nicht reinfahren können. Fahren wir jetzt denn hin? Darum. Wo müssen wir hin? Die Urlauber dabei. Ah, wieso hast du schon wieder frei? Was ist denn mit dir? Ich habe nächste Woche frei. Das ist ja auch ein Feier. Geh du, ich ja. So, lassen wir den hier vorstehen. Ich muss bald mal überlegen, wo ich den Motorreiniger hinstelle. Ich habe mich noch nie entschieden. Na, wer hat den Schlüssel hier hingestellt? Der kann nur eingeben. Motor läuft, ja. Das kann nur ich gewesen sein. Ja, lass einfach laufen, lässt einfach. Das ist wie bei Martin in der Wildnis. Ein Panda in freier Wildbahn. Bei meinem Schwamm brauchst du nicht so viel Platz. Ja, da brauche ich aber noch ja. Oh, da fällt mir schon jemand ein. Da werden wir schon jemanden finden. Eimer Schwamm. Dann brauchst du ja auch noch eine Maschine, die benutzt der Kram. Was Modernes oder was Älteres? Das ist mir eigentlich. Das ist mir gleich. Schmeiß hier noch drei Ladewagen in den Motor. Ja, ich habe ja für diese Größe noch nicht den richtigen gefunden. Ach komm. Ich muss mal rüber gucken hier. Ui. Hallo, Butas. pH-Wert ist gut. Dann müssen wir ja nur düngen. Dann düngen wir da mal eben einen rüber.
Was hat er denn da? Johnny. Fahr nicht so schnell. Du hast vergessen, die richtigen Reifen mal aufzusetzen. Ich mach sonst mehr kaputt. Warte, glaub mir, das kommt nicht auf den Reifen an. Doch. Okay. Nehmen wir... Der ist ein bisschen laut. Egal. Hast du die nicht leiser gedreht? Ich habe die gestern nochmal eingestellt, aber der hier ist... Von innen ist der ungefähr doppelt so laut wie von außen. Muss also nochmal richtig an die XML ran. Weil von außen ist er halt zu leise. Aber ich... Ja, ich habe ja bald frei, dann gucke ich mir jetzt mal in Ruhe an. Was hat der Panda für einen kleinen Traktor? Unter 1000 PS, Panda krank. Ne, er spielt doch die ganz großen Sachen, kann er nicht mehr. Wird ja auch nicht jünger. Hallo Olaf. Hallo. Brrr. So, mal eben kündiglich ein Vordüngen. Bla bla bla. Außenmenge automatisch. Ja. Mann, fliege! Ist er mit dir? Sobald er richtig fliegt, gleich mal einen Schlips. Gerade was. Ich glaube, ich habe gestern die Lautstärke nur bei den anderen beiden Stühlen am Händler getestet. Das ist auch möglich, ja. Hat der bestimmt einen anderen Sound hier. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Orte. Oh, Alter. So ein Miststück. Toll. Oh, der verstinkt jetzt aber ganz schön. Aber moin. Nicht kein Handtuch. Das, ich habe den Rollkragen umgelegt. Ich bin so ein Alter, da fängt man an zu frieren. Das ist ein Hoodie. Das ist kein Hoodie. Er hat auch die Heizung auch noch nie an. Die ist voll an. Die ist auf Glühen eingestellt. Die ist an und du hast sowas an? Ja, deswegen habe ich ja den Reißverschluss auf, wegen Sexiness. Sonst hätte ich den ja wieder zu. Dann hätte ich ja wieder den Hals versteckt. Ist das ein Strickpullover? Ja, könnte, das ist so ein Wollpullover halt, ne? Nee, kann nicht von innen fahren, das ist so laut. Da machst du ja gar nicht richtig Gas geben. Natürlich strich die Socken selber, aber was denkst du denn? Handschuhe liegen im Auto, falls ich wieder Eis kratzen muss. Das ist der Nachteil. Wo ich noch so viel gewogen habe, da habe ich nicht gefroren. Da war ich draußen hier so mit kurzer Hose und so Eiskratzen. Und war immer noch am Schwitzen.
Guck mal, der Panda, der macht Sport. Siehst du das? Der will richtig fit werden vor seinem Geburtstag. Guck mal, wie der einen abzappelt. Vielleicht ist er auch ein Hamster, vielleicht ist er gar kein Panda. Hier, geil, ey. Martin, 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 Martin. Gleich ist er da. Ich denk mir, was will er denn? Guck mal, wie der richtig einen abrennt, Alter. Und es geht doch kein wieder vorwärts. Forest Panda. Er gibt aber auch alles, ne? Genau, jetzt nur hinten so ein bisschen festhalten an der Hose hier. Du kommst nicht weg, mein Freundchen. Schön mal am Hosenboot festhalten und dann loslassen, dann rennt er gegen die Laterne. Bong. Martin, ey, der steht im Duden unter dem Wort Sport. Moonwalk. Du weißt schon, dass er nur rückwärts gelaufen ist? Ach, geil, ey. Ich bin falsch gefahren. Drehen wir mal schnell um. Falsch, ja, sag ich dir. Da über 25 ist er von alt. Oh, das wäre toll. Oh, 25 war auch schön. Aber 20 Jahre später, jetzt ist auch in Ordnung. Oh, Alter, ey. Hilfe. Kein Problem. Oh, der ist drin aber auch laut, ey. Meine Fresse. Wir können gleich mal meine Hände anhalten, den anderen Schlüter mal eben fahren. Den Stand laufen. Martin, der macht euch richtig noch alle einen vor. Also mindestens was Schlafen angeht und Essen. Martin, du darfst auf jeden Fall erst an Abend streamen, weil du Geburtstag hast. Nee, ich stream 4 um 6. Ich dachte ja noch, fast. Ja, um 6 konnte ich noch vor der Arbeit kurz reingucken. Panda geschert? Nee, da ist ja nicht so eine schöne Farbe. Wie er mich versucht zu überfahren? Sonic, moin. Ich wollte mal sehen, ob du Collie hast. Ich habe keinen Hund. Du hast eine Katze. Oder wem gehört Olaf? Wir müssen mal seinen Chip scannen. Als Olaf mal einfach so abhaut. Guck mal, wir frieren es rein. Geredet hier. Danke. Moin, moin an dich und an den Zuschauer. Wippente, moin, moin. Dankeschön. Vielen lieben Dank für den Raid. Moin, hi. Danke dir. Hattet ihr einen schönen Stream? Ja, heute ist noch alles fit. Da ist ja frei. Boah, sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich muss mal eben die Musik runter drüber umschreiben, die mich so an. Leck Mama, moin, hi. Aber hast du Schönes gemacht? Bisschen ETS und dann noch ein bisschen LS, okay. Ja, ETS, witzigerweise, habe ich gestern gerade noch gesehen. Mensch, ich habe das aktuelle DLC noch gar nicht. Weil ETS, wir fahren das eigentlich so selten, aber es macht ja immer wieder Spaß eigentlich, ne? So, mal gucken. Ich glaube, ich höre hier schon, ist der Sound leiser. Ja, tatsächlich. Ah, warte, jetzt setze ich mich in den Großen rein. Wollen wir wetten, dass er auch leise? Dann habe ich genau den einen. Also, verdammt. Einmal mit Pro. Das sage ich dir. Gucken wir den nochmal an, wie laut der ist. Ja, jetzt auch fast 2 Jahre nicht gespielt. Und seit einer Woche macht es wieder richtig Bock. Ah, das ist dann auch, ne, wenn man... Ich vergesse dann immer bei ETS so gerne, ich setze mich da rein und fahre. Und dann, wenn du denn so die Optik siehst, wie das alles aussieht und wie der LKW dann fährt, das ist dann schon, dann sagt man erstmal wieder geil, ne? Was dann lange nicht gespielt hat. Toll. Wieso soll ich wegrennen? Bin ich irre? Das ist anstrengend. Achso. Ich laufe nicht weg, ich kämpfe.
Einfach machen. Das ist, ja, okay. Man muss es wirklich. Es ist einfach so, ne? Es ist wirklich so. Und mit dem Multiplayer, da hatten wir zum Schluss ja auch echt Spaß, ne? Ja, das läuft ja auch richtig gut jetzt. Ne, ich fass es nicht, ne? Der ist auch leise. Es ist wirklich nur dieser eine. Das gibt es doch nicht. Was ein Pech. Tatsächlich, es ist wirklich nur dieser eine. Okay. Martin, beruhig dich. Du sollst vor deinem Geburtstag nicht so dich anstrengen. Tatsächlich. Oder habe ich den hier irgendwie nicht ausgetauscht oder so? Oder ist hier ein Fenster auf? Geräusche rein? Hinten sah das. Nee, ist doch. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Ich dachte, die Arbeit zu kurz, ha? Ohne Arme keine Kekse. Nee. Oh, Scheibe auch kaputt. Scheiße. Ach, wisst ihr was? Egal. Ich fahr jetzt von außen mit dem, okay? Ich muss den erst wieder runterdrehen. Es nützt ja alles nichts. Halt, Alter! Oh. Bremse. Oh ja, das ist krass laut, Alter. Ne, geht nicht von innen. Das war ja klar, dass das ausgerechnet der sein muss, den ich denn auch fahren will. Verdammte Axt. Lusche. Und wenn er noch nicht stehen geblieben ist, dann rennt er heute noch. Wo will ich denn? Ach da. Von außen sieht die Karte so anders aus. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da ist die Weide. Da. Da müssen wir hin. Oh, wieder einen wegschmeißen. Das machen wir. Hast du dir gesagt, was du heute Abend spielst, Martin? Nö. Ist das geheim? Nö. Was spielst du denn? Ghostbusters. Ah. Was? Was? Weiß ja nicht, ob ich dich so als Geisterjäger sehe. Ja. Ich bin gespannt. Irgendeiner wird schon klippen. Mal gucken, was der nachher alles in der Falle drin hat. Ich werde das voll gut machen. Das Ding. Du spielst das mit irgendjemandem? Nö. Alleine, wie willst du den Marshmallow-Mann besiegen? Hier, den futter ich auf. Ach, okay. 1-0 für dich. Ich sehe ihn da wie so ein kleiner einzelner Piranha-Schwarm am Fuß am Nagen. Du bist aber ganz schön groß. Naja, ich fange mal an. Tasmanischer Martin. Aber das Spiel ist tatsächlich. Multiplayer. Okay. Also ich weiß noch von aus vergangenen Zeiten, dass es da irgendwie zwei Stück gab. Eins war Multiplayer und das andere Singleplayer. Das hätte ich vielleicht ganz gerne gespielt, weil das sah richtig gut aus. Aber das war, bin ich mir sicher, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nur Singleplayer. Weil ich noch gedacht, so scheiße. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann es ja wohl nicht. Jetzt ist PvP und du kannst auch zu viert oder zu fünft. Wie alt ist denn das? Relativ neu. Dann kenne ich es noch gar nicht. Dann habe ich das gedanklich verwechselt. PvP sehe ich mich. So ein Panda kriege ich ja schnell in eine Falle reingedrückt. Ha. Ist Martin noch gefrustet? Ich glaube, ich habe ihn auch schon mal ordentlich verwemst in Wrestling. Wegen dir hatte ich Brandblasen am Finger, Mann.
Das ist noch richtig spielerischer Einsatz von vor 15 Jahren. Den Controller so lange rubbeln, bis es brennt. Und trotzdem nicht aufgeben und weitermachen. Tut das weh? Nein. Dann drehen wir das hier gleich wieder um und dann können wir... Die alle Maschinen ist auch laut, Alter. Düngeproduktion. Ich habe noch nie einen Panda Geisterjagen gesehen. Da muss ich erstmal verstehen. Pandas, Geister. Ja. Guck dir das an heute Abend. Einer muss ja klippen. Ja, dann kommt das eine Ruf nicht hinterher. Raptor, moin. Ist das denn aus der Ego-Perspektive oder so Third Person? Keine Ahnung. Martin, Mensch! Du, ich hab das jetzt wieder. Was auf, Audi, moin. Ein richtiger Schuss ins Blaue. Wer da drin sitzt im Wasser. So langsam glaube ich ja an, nicht so, weiß ich auch nicht. Er cheatet hundertprozentig. Da kommt die Karte zum Download, wenn er sie fertig hat. Da bin ich mir sehr sicher. So, können wir den wieder wegpacken? Der Panda fühlt sich doch nur selber. Komm mal, hab ein bisschen Vertrauen. Wen wollen wir verhauen? Vertrauen, nicht verhauen. Okay, log ein bei Wrestling. Da gibt's vor Geburtstag einen auf der Omme. Guck oben da eigentlich komisch und man sagt, jetzt gibt's ein paar auf der Kartoffel. Fragen über Fragen. Muss ich aber komplett einstellen, ne? Der ist von außen so leise und von innen so laut. Aber gut, dann brauche ich nur einen einstellen, das ist auch wieder gut. Okay, okay, okay. So, dann können wir gleich umwühlen schicken. Wie, Martin, das nicht Ghostbusters läuft, wie passend. Hast du das jetzt eingemacht? Nein, das ist wirklich eine Playliste. Lol. Die haben den Beer Factory Simulator wieder verschoben. Oh, das ist ja doof. Ja. Ich sehe dich auch beim Elektriker Simulator, sehe ich dich auch. Nee. Martin, lass los, kann ich. Du ja, du ja. Das ist wie bei dir mit dem Einbruch Simulator. Ja. Da siehst du, den zweiten Teil kann ich irgendwann auch nochmal spielen. Hab ich auch Bock drauf. Bringt eine gewisse Vorerfahrung mit. Wo du schon weggetaset wurde. Bleiben Sie stehen, was? Ja, gar keine Chance, irgendwas zu machen. Zack, stehst du unter Strom. Waterbody, hallo.
gucken. War das nicht irgendwie hier? Aha. Mit nur einen Knopf. So. Welcher Knopf war das jetzt? Der richtige. Ha, Gott sei Dank. Du, guck mal, kommt der Doktor reingeredet. Boi, boi. Tag an dich und deine Zuschauer. Joe macht Feierabend. Hat er alles umgerissen oder was? Wir sagen moin, hi. Meise moin. Gott der Buffett. Deutsche Dogge moin. Hallo. Simon, moin. Hey Doktor, boi boi auch, danke schön. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Hank, moin. Danke schön. Hallo. Du wirst umreißen, ist Docke zuständig, wow. Was hast du denn Schönes gemacht? Galgenbeck hast du, glaube ich, gemacht, ne? Mein Pool? Was? Moment, das ist noch nicht raus. Viel Geld ausgeben. Wieso hat Martin bei dir mitgespielt? Uschuk, moin. Ich lasse nur Traktoren laufen. Ja, das erklärt auch diese riesen Dieselrechnung immer. Gerne hat doch. Hey, was ist denn hier immer? Hab einen Bagger gekauft. Wow. Aber im Forstmarkt hier mittlerweile auch. Einen schönen Bagger. Da machen die schon Spaß. Bagger und ein Bagger im Loch. Weil die fand ich früher auch geil in diesen großen Sandkästen, ne? Wo du dich so raufsetzen musstest. Zuletzt habe ich das versucht, da war ich aber schon irgendwie so Mitte 20 im Hamburger Zoo. Da haben die nämlich auch so einen Bagger, habe ich mich auch aufgesetzt, aber lassen wir das. Schwierig, da wieder runterzukommen. Die sind wirklich nur für Kinder. Große Volvo für den Forst, ja, das ist geil. Mega. Neue Wohnung, die Bagger. Buh, Aldi, Typo Chat. Hallo, Bernina. Hi. Hast du einen schönen Tag? Musstest du hart arbeiten? Gatte für Bernie. Zack. Das war, er hat wieder Freunde, nur wegen der scheiß Katze. Wer da moin? Schönen guten Tag auch und danke für den Resub im unfassbaren 71. Monat. Dankeschön dir. Vielen Dank. Kann man die Panda-App zum Baggern steuern? Was? Wer wo? Das geht per App? Ich bin gar nicht mehr raus.
Ja, die hast du, wir, nee, hast du ja gar nicht gesehen. Wir haben die Gerät. Wir haben hier gedroschen mit der Gerät. Der macht so schön Ausgleich. Gegen und eben den Boden und so. Was? Cat-App gesteuert? Geil, kannst. Olaf! Du bist auf dem neuen Spielstand, klar. Wir haben ja Gott sei Dank nichts gemacht. Boah, Alter, Werner. Der hat hier Benni erstmal zum Affen gemacht für 6 Monate. Dankeschön. Also für mich Dankeschön, Benni. Ja, dein Problem. Ich spende so gerne seine Zeit hier. Lebenszeit. Dankeschön. Ach so, ja, siehst du? Ich dachte, du baust nebenbei. Aber ja, hey, ich habe ja Gott sei Dank Frühdienst und nächste Woche frei. Neuer Spielstand ist kein Problem. Wir freuen uns ja immer, wenn wir von vorne anfangen müssen. Oh, da mal eben. Ja, weil ich bin ja Profi. Ich kann es ja schnell mit meinem Admin-Tool wieder alles einrichten. Werner sitzt im Pool. Wollt ihr den da sitzen lassen? Ich hole den Pool. Warte, komm. Wir fangen mal locker an. Ich schmeiß dir meine Ziege an der Birne. Seit 4 Tagen keine Mods. Weiß jemand warum? Skandal! Los Verband aus Moin. Alter, Moin. Weiß nicht, vielleicht haben die ja frei. Aber ich kann es nur vermuten. Ist nicht Agritechniker demnächst? Witty Moin. Oh, Pilotenschutzer. Moin. Hallo. Moin. Guck mal, Werner sitzt da im Pool. Mach mal Arschbombentest. Externen Packer, einen Flug zum Einklingern. Nicht diese angehängte Teil. Ich weiß nicht, wie das umsetzbar ist, ne? Wahrscheinlich sehr schwierig zu treffen dann, ne? Ja, der Unterschied ist, er hätte in der Zeit nichts anderes bauen können. Gab's im 19er ja auch? Boah, jetzt erinnere ich mich dunkel, wo du sagst. Was war das denn noch? Hatte ich den nicht auch in Benutzung? Ich glaube schon, dass wir sowas hatten. Ganz dunkel kommt es gerade wieder durch. Was war das denn noch? War schweres Gerät, ne? So ganz dunkel erinnere mich. So, hallo oben. Hi oben. Hallo. Oh, guck. Der sitzt ja auf mal ganz anderen Wasser. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon lange nicht mehr geflügt. Ich bin da irgendwie von ab. Mein Precision Farming verbietet mir Flügen. Der Querne-Landflug, der hat doch einen Packer mit dran. Ja, aber er will ja keiner mit dran. Ja, beraten. Achso. Einen, den du fangen musst. So wie Jan den hat halt.
Flugangst? Wow. Nee, ich darf die Boden nicht so quälen. Ich weiß ja auch ehrlich gesagt gar nicht, was Bernie hier alles für Schrott unter seine Map gepackt hat. Stell mir vor, ich bin mit dem Flug ein bisschen zu tief und reiße dann irgendwelche Gebäude raus oder so. Oder vielleicht irgendwelche Schaufeln aus dem 19er. Aber bevor er dir ein Update gibt, gib ihm das, muss ich das Bild hier wegen Kulli und so. Ja, Martin hat Hunde gefunden. Ja. Aber auf Ubens Hof. Weil nee, wir haben Flügen haben wir aufgehört, weil immer wenn wir geflügt haben, gibt's eh bald ein Update, ne, von der Karte, lohnt sich nicht. Ob er wohl die Angebote im Ingi überarbeitet hat? Und liebe Leute, es ist wieder eine Jagd. Wer mitmachen möchte, Ausrufezeichen Jagd, Leerzeichen und dahinter euren Einsatz. Martin Bernie hat gesagt, da ist irgendwo ein Loch, das musst du nochmal suchen. Ja, an der einen Stelle ist ein Loch, an der anderen ist eine Kulli, die ist so hoch wie ein Haus. Oh, so hoch wie ein Haus. Das wird ja immer schlimmer. Horcht, horcht. Vielleicht so, als wenn Martin das ein bisschen stören würde. Ist ja nicht mein Hof, Alter. Guck mal, hier fliegen die Rehe. Weg mit euch, Viecher. Wo die war. Ich hab Foto gemacht. Ingi schickt dir das später. Was für eine Collie. Ja, also willst du das eben zeigen, laufe ich da eben hin. Ja, geht so um Trecker und so. Okay. Bernie, schaffst du das mal eben, 2 Minuten wirklich aktiv aufzupassen? Ich will jetzt ja gar nicht so viel verlangen, aber warte mal, ich tapp da mal eben hin. Wo ist denn Ubens Trecker? Ist der gemietet? In den einzigen Trecker, der läuft. Der läuft hier aber gar nicht. Ach da. Mach mal auf. Futter, yo, guten Hunger und danke dir nochmal. Berdi, was hast du da denn hingestellt? Hier noch die Mülltonne? An der Ecke ist auf jeden Fall eine Kolli. Also wenn du dann versuchst, da das Gerät eng reinzufahren. Ist da drin. Gewonnen, GZ, toll. Oha. Ja, ich glaube, hat er begriffen. Ja. Da steht noch ein altes, unsichtbares Gewicht aus 19er. Boah, das ist aber ein großes Gewicht. Aber das ist nicht viel. Das. Warte, komm, da schaffst du. Nee, da war die Power weg. Weißt du, guck mal, das liegt aber auch wirklich daran, dass wir keinen aufgefallen. Nur weil Martin hier, weißt du, den Ladewagen so richtig einen Millimeter vor Kante parken muss, ne? Guck, keine Sau packt den Ladewagen da so ein. Weißt du, keine Sau. Klar packt man so ein. Guck doch mal, Schnaggi. Junge, Junge, Junge. Martin ist also schuld, verstehe. Das ist manchmal einfach so. Wer ist schon wieder? Toll. Toll, toll, toll. Die Kartoffel ist on fire. Ja, das ist halt wieder zu heiß. Mumuckel, boi, boi, go da. Hallo. Moin. Aber ist ja gut. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas zu testen. So, weißt du, Martin wahrscheinlich so, mal gucken, ob da alle Collies raus sind. Ich fahre mal so richtig auf einen Millimeter auf der Kante. Und dann so, aha, habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Bernie, so testen, nicht. Also teste. So doch. Nicht, Bernie.
So, mal gucken. So. Toll. Dua, dua, dua. Vielleicht haben wir nächstes Mal auch schon ein bisschen Gülle. Ich will ja einmal hier abköddeln. Glaubst du, wenn du einen neuen Spielstand anfangen musst? Ach scheiße, stimmt. Ja, dann schummel ich. Ich meine, dann nehme ich die Lieferung mit. Die ist gut. Meinst, was da los ist, wenn da ein Sechsjähriger dran stößt? Da werde ich mit den Nachrichten bombardiert. Kenn das doch, wow. Ja, das ist toll. Ich kenn das. Ich hatte das vorhin erzählt. Mit dem kleinen C, der an Pfosten des Gäste-WCs zerschellt. Weißt du, wie du dich in eine Zeitlupe nach hinten lehnst, weil es dauert ja auch einen Augenblick. Du weißt ja, was passiert ist und du wartest auf den Schmerz. Dann lehnt man sich schon mal nach hinten, öffnet den Mund und schreit dann richtig laut. Ich weiß ja nicht, ob du den Film King Kong gesehen hast. Unwari Master 4 Schar mit Packer, okay? Ich erinnere mich da noch, vielleicht habe ich das falsch im Kopf. Das war so ein Riesending, da habe ich den 9er Fan dran gehabt. Ja, den will ich auf jeden Fall. Also kommt das ins Mod Hub, ne? Wenn das denn einer haben will. Ich gut. So. Ja, und den Monster. Das ist geil. Da muss ich gucken. Benni, geht denn die Halle auch? Da, wo ich das reinstellen will. Guck mal, ich stell mir alles ins Silo rein. Hier, guck dir das an, ey. Das ist ein Schneidwerk, eine Haspel da, ey. Alter, ey, das ist. Das macht richtig Spaß, das Ding. Das ist toll. Das ist echt toll. Welche Halle? Nicht dein Ernst. Hier. 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 Kannst du dich daran erinnern, dass man nur mit Schwung da reinkommt? Ich würde da gerne meinen Drescher reinstellen und so. Aber es geht noch nicht. Kommt im nächsten Update. Toll. Komisch wär's, dann mähe ich dir deine Gänseblümchen hier weg. Und dann lade ich mir extra einen Rasenmäher mit drauf und fahre da einfach nur drüber. Nimm Ubens Mod-Ordner, da war einer drin. Also was muss ich noch machen? Schlüter-Sound runterdrehen auf jeden Fall. Den richtigen. Außen. Aber. Ja. Ja, 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 ja. Und dann nächstes Mal machen wir Silageballen. Und dann können wir eigentlich dann schon mischen. Dann haben die schon ordentlich Happa-Papa. Das ist toll. Wir passen gemacht. Ist so. Externer Packer ist im 22er nicht so einfach umsetzbar. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, war das ein Packer? Das, was ich da meine? Was war denn das noch? Was habe ich denn da noch immer so zusammengebaut? Ich weiß, ich brauchte diesen großen Fan davor. Ich glaube auch, dass es ein Flug mit Packer war, tatsächlich. Und vorne war doch auch noch irgendwas dran, denn. Hat er da nicht denn. Ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's wirklich nicht mehr. Ist raus aus dem Kopf. Nee. Muss am Alter liegen. Da springen wir erstmal runter. So, was ist das? Mal gucken, wo hat Martin den Haufen gemacht? Da hinten. Du hast ganz schön einen abgerübelt. Ja. Oh, Mensch, das ist ein Riesenhaufen. Da muss ich eine Maus für kommen lassen. Das kriege ich alleine sonst nicht übergeladen. Freust dich nicht, der ist groß genug. Wie lieblos er das da einfach hinhaut. Das ist voll mit Liebe.
Soll ich mal drin wühlen? Kopf rein, wo ist die Liebe? Toll, das hat auch geschafft. Ja, gut, okay. 18 Uhr gleich. Können wir noch ein bisschen was mampfen. 20 Uhr bei Martin. Ja. Ghostbusters will er spielen. Der hat Angst vor Geister. Benny. Wenn du Angst hast, call Martin. Hast du Sorgen, hast du Kummer, wähle einfach Martins Nummer. Da gibt es bestimmt auch einen Katzengeist oder so. Ja. Bayerische Vorwahl wählen und dann einfach, du wohnst da ja selber neben ihm. 0815 ist seine Nummer, glaube ich. Spielst du auch mit als Geist? Nee, ich habe schon mal so ein Geisterspiel mit den Mitspielern hier gespielt, seitdem wollen die nicht mehr. Aber ja, da kann er nicht für. Die, einfach alleine die sind früh gestorben, da kann ich doch nicht für. Nee, ich habe Frühdienst. Kann da nicht mitspielen, ich muss morgen arbeiten. Aber so ist das. Ist ja aber nur bis Samstag. Dann habe ich wieder frei. Eine Woche frei. Eine Woche frei. Frei.